Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich den sonst sehr gut disponierten Außenminister Schallenberg ausnahmsweise mal korrigieren muss, weil er meint, wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise oder es ist das Faktum einer Krise, einer Wirtschaftskrise jetzt als solche die Krise zu bezeichnen, dann muss ich ihn korrigieren, es ist eigentlich eine eindeutige politische Krise. Es ist eine klare politische Krise. Und als ich vor kurzem bei einer Veranstaltung von der Akademie der Wissenschaften, sehr gut organisiert, eingeladen war und der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Professor Zeilinger, gemeint hat in seiner Rede, es war klar, dass eine Epidemie kommen wird. Das war jedermann klar. Die Frage ist nur, wann. Und deswegen ist es für mich das beste Beweis, dass es eindeutig eine politische Krise ist, weil die politischen Akteure, aber es ist nicht nur ein österreichisches Problem, sondern weltweit eigentlich versagt haben. Österreich, Gesundheitssystem, auf das können wir wirklich stolz sein. Jeder zweite Euro aus dem Budget fließt in das Sozialsystem. Man könnte auch sagen, es ist völlig überteuert, aber die hohe Steuerbelastung unserer österreichischen Bevölkerung hätte einen Sinn haben können, wenn wir auf unser Gesundheitssystem vertraut hätten, was leider der Bundeskanzler Kurz nicht hat. Wenn er meint und seine Bundesregierung, die Bilder aus Italien, und das sagt er ja dauernd, oder die Regierung, nicht immer er, Personen, die Bilder aus Italien haben diese Entscheidungen, dieses viel zu langen Lockdowns beeinflusst, dass wir alle jetzt geschlossen, das ist ja keine Wirtschaftsdepression, das ist ja eine globale Depression, den Bach runtergehen, hat ihn beeinflusst, da muss man sagen, warum hat er dem Gesundheitssystem nicht vertraut? Warum hat er das nicht gemacht? Wirtschaft und Gesellschaft, wie Landeshauptmann Haslauer gesagt hat, wir dürfen uns keinen zweiten Lockdown leisten, weil das überleben wir nicht mehr. Wir sind dann beschädigt, auch da muss ich ihn korrigieren, wir sind bereits vom ersten Lockdown massiv beschädigt. Wir haben uns bei weitem nicht erholt. Die Wirtschaft hat einen 20-30%igen Umsatzeinbruch und ist stabil unten. Die sind stabil unten. Es weiß keiner, egal welchen Sektor man nimmt, immer wieder das Ganze in die Gänge bringt. Und die Regierung, glaube ich auch, hat das auch nicht gewusst, was sie damit verursacht hat, welche Wirkung sie damit ausgelöst hat. Eine Woche hätte gereicht, von mir aus 10-12 Tage, aber doch nicht 4 Wochen, in manchen Branchen 2 Monate. Und jetzt, wo die Infiziertenanzahl höher ist als im März, was machen sie jetzt? Nichts. Nichts. Weil das ganze Pulver verschossen ist. Und die Kurzarbeit zeigt ja, das ist ja praktisch, wir haben bereits die dritte Verlängerung der Kurzarbeit. Bis in den Jänner hinein. Warum? Das kostet ein Milliardenvermögen, diese Kurzarbeit. 1 Million in Österreich in Kurzarbeit. Das Budgetdefizit, das wird nicht zum Aushalten sein, dass der Herr Bundesminister Blümel nervös ist, hat schon seine Ursachen, seine Berechtigung. Sie haben Angst, die Arbeitslosigkeit auszuweisen, deswegen stecken sie alle in der Kurzarbeit. Sie hätten 1 Million Arbeitslosigkeit wahrscheinlich, so ungefähr bei 20-25%. Und das ist dann eine Krise, die enorm ist. Aber einmal muss man es ausweisen, wenn die Wirtschaft nicht und nicht in die Gänge kommen. Und warum bringen Sie diese Wirtschaft nicht endlich in die Gänge? Oder haben Sie das Modell Survival of the Fittest, ein brutaler Überlebenskampf? Wer überlebt, der ist der Beste, der schafft es und alle sollen bankrott gehen und aufgekauft werden von irgendwelchen Großunternehmen oder Konzernen weltweit? Das kann es doch nicht sein. Sie müssen doch an die Regionalität, an die Kleinstruktur, an die kleine Fragmentierung der österreichischen Wirtschaft denken, die ist nicht mit der Internationalität, mit den Großkonzernen in diesem Sinn zu vergleichen. Das ist ein spezielles österreichisches Modell und die brauchen Hilfe, aber jetzt. Und wenn der Herr Finanzminister in seiner Homepage zu Recht schreibt, ich glaube immer wirklich, dass er das Ganze auch gut diagnostiziert, genauso wie es der Harald Marek gut diagnostiziert, aber keine Medikamente verabreichen kann oder will. Er schreibt, die Fremdfinanzierungsstruktur in Österreich hat sich seit der Krise verdoppelt. Heißt, die Bankkredite sind doppelt so hoch für die Unternehmen angelaufen, als es vor der Krise war, vor März. Also das muss doch einem zu denken geben. Das heißt, die Unternehmen haben einfach kein Geld. Und wenn der Minister meint, es können Stunden, ja, das ist löblich. Man kann Kredite geben durch 100% Ausfallshaftung des Staates, ja, das ist löblich. Aber eines Tages muss man das zurückzahlen. Und was bleibt dann über? Nichts. Und auch der Verlustrücktrag, der soeben
publiziert wurde, ist als Möglichkeit, ist eine gute Idee, ist aber auch der Not geschuldet, weil sie genau wissen, dass die Stundungen ja eh keiner zurückzahlen kann. Also kann man aus den Erträgen der Jahre davor, 2018, 2019 ist angedacht, hier die Verluste, die jetzt anfallen, rückrechnen und saldieren. Ja, das ist eine gute Lösung, natürlich, das ist das Mindestmaß. Aber warum erst nach 3 Monaten? Sie hätten doch diese Hoffnung, diese Verunsicherung schon längst abschieben können und die Hoffnung schon längst in der Unternehmerschaft geben können, indem sie das im Mai schon verlautbart hätten, so wie es die Deutschen ja auch gemacht hätten. Deswegen hängen sie sich immer an den Deutschen an, weil sie gar nicht mehr wissen, wie geht es weiter. Anreize sind zu schaffen, damit Eigenkapital, und die Österreicher sind ja nicht arm, das kann man nicht sagen, es liegen ja 380 oder 400 Milliarden Euro auf den ganzen Sparbüchern, auf den ganzen Stiftungen ist man wahrscheinlich irgendwo bei einer Billion Euro. Also die Österreicher sind ja nicht arm aus ihrer Vergangenheit, aber sie müssen dieses Geld freischaufeln, dass es irgendwie in die Unternehmen kommt. Und das machen sie aus welchen Gründen auch immer nicht. Masken und Schutzausrüstung, das ist ein Versäumnis des Gesundheitsministers. Wenn er jetzt eine Paranoia aufweist mit dem Corona-Wahnsinn, was ich schon gar nicht mehr hören kann, ja, dann ist das auch seiner, wie soll man sagen, schlechten Gewissen geschuldet, dass er es verabsäumt hat, Schutzkleidung zu kaufen, Masken zu kaufen und die Ärzte auch zu schützen. Es hatten ja nicht nur die Geschäfte zu und die Gastronomie, es hatten ja auch die Ordinationen 14 Tage geschlossen. Als ich meinen Zahnarzt fragte, zur Redestätte, warum haben sie eigentlich geschlossen gehabt? Ich hätte sie benötigt in dieser Zeit, aus welchem Grund jetzt auch immer. Und er sagte mir, ich würde aufmachen, ich habe keine Schutzkleidung von der Ärztekammer bekommen, es war nichts bestellt, es hat nichts gegeben. Und das ist ein Versäumnis des Gesundheitsministers. Und die Produktivität, bin ich schon gespannt, wie die aussehen wird. 600.000 Arbeitslose, über 1 Million in Kurzarbeit und der Rest in Homeoffice. Klingt cool, Homeoffice, ist es aber nicht immer. Ja? Präsenzoffice hat schon seine Vorteile. Also, wenn ich jetzt die 600.000 Staatsbediensteten wegzähle, ist circa jeder 1,2. oder 1,3. nicht auf seinem Arbeitsplatz. Na, das wird ein Rennen, aber Blüh werden im Jahresende, das schaue ich mir schon an. Auf die Rezession, auf das Budgetdefizit, auf die Firmenübernahmen, auf die Firmenpleiten, auf das bin ich schon gespannt. Das Epidemiegesetz, korrigieren Sie zum dritten oder vierten Mal, ich kann es gar nicht mehr nachzählen. Ja, Sie haben es ausgehebelt. Sie wissen schon, warum, Sie hätten das gar nicht bezahlen können. Also Österreich hätte das nicht bezahlen können. Und dass Österreich schwimmt, ist ja schon bekannt, weil Österreich als erstes Land weltweit eine 100-jährige Anleihe begeben hat mit 0,8% Verzinsung. Also diese Schulden jetzt, die jetzt entstehen, gehen auf 100 Jahre hinweg. Na Halleluja für die dritte Generation hier in Österreich. Die Versäumnisse aus der Gesundheit, aus der mangelnden Vorhersehung, die Warnungen, die alle ignoriert worden sind, haben diesen Lockdown, diese Entscheidung verursacht. Das Grundrecht auf der Erwerbsfreiheit wurde genommen, auch deswegen ist eine politische Krise und keine wirtschaftliche. Und die Selbstorganisationskraft der Menschen hat die Regierung hineingegriffen. Und weil sie nicht wissen, wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert, können Sie es auch nicht mit Ihren Entscheidungen hochfahren. Danke.